Aufklärung Nachholbedarf zu den USA. Betreiben die USA doch rund um China umfassende Installationen und regelmäßige Flüge entlang der chinesischen Küste. China spricht von einem diplomatischen Tiefpunkt zwischen den beiden Ländern. Die USA heizen den Taiwan-Konflikt an. Besonders das überraschende Treffen Blinkens mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ist ein deutliches Zeichen der Volksrepublik China. Xi spricht gegenüber den chinesischen Medien von Fortschritten im Verhältnis zu den USA und Übereinstimmungen in bestimmten Fragen. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2018 besucht ein US-Außenminister die Volksrepublik China. Das diplomatische Gepäck für Antony Blinken ist enorm. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind so angespannt wie selten zuvor. Das US-Außenministerium beschreibt das über fünfstündige Treffen Blinkens mit seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang als offen, sachlich und konstruktiv. China hat eine andere Wahrnehmung der geopolitischen Aktivitäten der USA. Aus chinesischer Sicht gefährden diese die Souveränität und Sicherheit der Volksrepublik. Aus diesem Grund betonte der chinesische Außenminister Qin: Derzeit befinden sich die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten am tiefsten Punkt seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen unseren Ländern. Davor warnt der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger. So wie die Beziehungen zueinander stehen, denke ich, ein militärischer Konflikt ist wahrscheinlich. In der Wahrnehmung Chinas sind die USA ihre größte Gefahr. Für uns hier gilt das Gleiche. Man darf aber nicht vergessen, dass Kriege entweder ungewinnbar geworden sind oder nur gewinnbar sind zu Kosten, die jenseits der Vorstellung liegen. Dies ist nicht im Interesse der Menschen in China und den Vereinigten Staaten. Besonders kritisch betrachtet China die Aktivitäten der USA in Taiwan. In den vergangenen Monaten hat Washington seine militärische Hilfe für Taiwan hochgeschraubt. Erst im Mai bewilligte die US-Regierung ein 500 Millionen US-Dollar schweres Rüstungspaket. Chinesische Medien berichten, dass Außenminister Qin seinem US-Amtskollegen deutlich gemacht habe, Taiwan sei für China ein Kerninteresse. Die USA riskierten einen kompletten diplomatischen Beziehungsabbruch durch eine Unterstützung der taiwanesischen Unabhängigkeitsbewegung. Die Reise des US-Außenministers Blinken lässt sich so interpretieren, dass beide Seiten derzeit nicht gewillt sind, einen militärischen Schlagabtausch einzugehen. Während China besorgt auf die US-Aktivitäten in Taiwan schaut, sorgen sich die USA um den wachsenden Einfluss Chinas in Lateinamerika. Gleichzeitig verkündete Honduras, dass es der BRICS-Bank beitreten wolle. Honduras galt lange Zeit als pro-westliche Hochburg und war einer von wenigen Staaten in der Welt, die Taiwan offiziell als unabhängig anerkannt hatten. Im März dieses Jahres änderte das mittelamerikanische Land seine Haltung und orientiert sich künftig an der Volksrepublik China. Fakt ist, Chinas Einfluss in Lateinamerika wächst. Besorgniserregend sind für Washington auch die engen Beziehungen zwischen Kuba und China. Anfang Juni schlugen US-Medien Alarm. China würde ein Spionagezentrum samt Abhörstation auf der Karibikinsel errichten. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, betonte: Ich kann mich zwar nicht zu diesem spezifischen Bericht äußern, aber wir sind uns wohl bewusst und haben schon oft darüber gesprochen, über die Bemühungen der Volksrepublik China, in Infrastrukturen auf der ganzen Welt zu investieren, die möglicherweise militärischen Zwecken dienen.
Wir beobachten dies genau, unternehmen Schritte, um dem entgegenzuwirken und bleiben zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, alle unsere Sicherheitsverpflichtungen zu Hause, in der Region und in der ganzen Welt zu erfüllen. China dementierte die US-Berichte. Auch die kubanische Regierung brandmarkte die Berichte über eine mögliche chinesische Spionagestation als US-Propaganda. Niedergang Russlands nutzt China nun auch auf Kuba. So soll Peking eine umfassende Abhörstation gegenüber den USA aufgebaut haben. Dies weckt ungute Erinnerungen an die Kuba-Krise im Ersten Kalten Krieg. China soll versuchen, von Kuba aus die USA auszuhorchen. Die chinesische Abhörstation soll sich speziell auf die Signalaufklärung, also SIGINT, konzentrieren. Ziele sind die US-amerikanischen Flottenstützpunkte und das US Southern Command in Florida, der Schiffsverkehr im Golf von Mexiko und die Ölraffinerien und Containerhäfen in Texas. China hat bezüglich Aufklärung Nachholbedarf zu den USA. Betreiben die USA doch rund um China umfassende Installationen und regelmäßige Flüge entlang der chinesischen Küste. China versucht durch gefährliche Annäherungsmanöver in der Luft und auf Wasser diese Aufklärung zu behindern, kann nun aber mit dem Bau der Abhörstation auf Kuba teilweise nachziehen. Früher profitierte das verarmte Kuba von günstigen Rohstofflieferungen aus der Sowjetunion. Dafür erhielten diese solche Abhörmöglichkeiten. China springt nun in die Bresche und soll umgerechnet mehrere Milliarden Euro dafür an das klamme Havanna zahlen. Die USA sprechen von einer ernsthaften Bedrohung für die nationale Sicherheit und Souveränität. China dementiert jegliche Abhöreinrichtungen auf Kuba und bezichtigt die USA selber der Spionage und des Hackings. Der chinesische Beobachtungsballon, der vor 2 Monaten von den USA über dem Atlantik abgeschossen wurde, soll Informationen über amerikanische Militärstandorte gesammelt haben. Das berichten nun CNN und NBC. Demnach konnte der Ballon präzise gesteuert werden und die Informationen in Echtzeit nach Peking übermitteln. Die US-Regierung wollte die Berichte bislang nicht bestätigen. Anfang Februar hatte das US-Militär den Ballon nach tagelangem Überflug über die USA abgeschossen. Washington warf China Spionage vor. Peking behauptete hingegen, der Ballon diene lediglich der Wetterbeobachtung. Hallo. Es ist sehr deutlich geworden, man braucht China, aber es gibt bei vielen Themen auch deutliche Differenzen. Interessant war, viele dieser Differenzen wurden gar nicht angesprochen. Ja. Wie haben Sie die Pressekonferenz erlebt? Ja, genau so. Also die heiklen Themen wurden ja gar nicht thematisiert. Also die Menschenrechtsverletzungen, Taiwan, die ganzen geopolitischen Konflikte. Immerhin gut, Ukraine-Russland-Krieg hat wohl offenbar Gespräche stattgefunden. Aber ich glaube, da dennoch hat sich da die chinesische Seite da ja auch weiterhin in keiner Weise irgendwie festgelegt. Also aus deutscher Sicht war dieses Treffen mit den vielen Ministern jetzt nicht besonders ergiebig, aber gut, man muss das in Relation setzen. 3 Jahre herrschte quasi Funkstille. Vorher waren die deutsch-chinesischen Beziehungen eigentlich ziemlich gut. Und dass jetzt überhaupt mal wieder geredet wurde, ist zumindest eine Grundlage vielleicht für kommende Gespräche.